Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem nächsten Spiel. Die letzten zwei Spiele hat ja Deutschland zum einen gewonnen gegen Schweden und gegen Finnland leider 3-0 verloren, aber ich fand das Spiel eigentlich war okay. Ja, und jetzt heute um 1 Uhr, das Video kommt um 0 Uhr, spielt Deutschland gegen Frankreich. Ja. Mal sehen. Also ich habe mir das Spiel Deutschland gegen Finnland angeguckt und habe mir so gedacht, was ist das für ein Kommentator gewesen? Deutschland kriegt ein Powerplay und sagt, Finnland kriegt ein Powerplay. Und ganz halt argumentiert, dass ja Finnland so stark ist, also nicht so schlimm ist, wenn man verliert. Ja. Und ich habe dann herausgefunden, dass es wohl angeblich so ist, dass bei den Frauen man keinen Bodycheck machen darf, theoretisch. Deswegen verstehe ich das jetzt auch, warum es hier keinen Bodycheck gibt. Ja. Abseits. Da wollte ich schon wieder nicht hin, eigentlich. Ah! Schon ein zweiter Headshot. Gut. Habe ich gesagt, Deutschland gegen Frankreich? Ich hoffe schon. Aber sieht man ja jetzt auch. Und ich habe die Schwierigkeit, glaube ich, hochgestellt. War vorher auf Halbprofi, jetzt spiele ich auf Profi. Mann! Das wird ja eben wieder was. Ich schieße zigtausendmal drauf, die brauchen gleich ein, zwei Schuss und haben ein Tor, wahrscheinlich. Die wechselt. Alter, ey. War das wieder eng gerade. Boah, ey, das kann doch hier alles nicht sein. Ich muss doch mal irgendwie schaffen, da den Puck da irgendwie reinzubekommen.
Aber ist schon ein sehr langsames Spiel eigentlich bei den Frauen. Freue ich mich schon ein bisschen mehr wieder auf die Herren. Das kann doch alles hier nicht sein. Hä? Habe ich ein Powerplay? Kann ich nichts mit anfangen. Ja, die Flasche kommt durchs Gitter. Ach, halten. Erstes, dritte und es steht 0-0. Mal sehen, wie es im zweiten wird. Unterzahl gegen Tor. Alter. Eigentor. Läuft ja gut. Nee. Zwei Tore innerhalb von weiß ich nicht wie viele Minuten im Spiel. Wohin? Da steht doch keiner. Hallo.
Nehmen den Puck doch mit. So. Geht doch. Hat aber lange gedauert jetzt. Ich hab zu lange gewartet. Ich hätte einfach schießen müssen. Im Powerplay habe ich eben Gegentor bekommen. Oh nee. Ich dachte kurz, warum habe ich 5 Leute? Aber okay. Bin ja im Powerplay. Das kann nicht sein, ey. Da wollte ich auch hinpassen. Gut, 2-2, wieder alles aufgeholt. Jetzt noch eins schießen, damit ich in Führung in die dritte Pause gehe. Bewegt sich der Torhüter überhaupt? Ah. Okay. Aber ins letzte Drittel. Und jetzt steht's so wie im ersten Drittel.
wollte ich wahrscheinlich wieder zu viel passen. Das kann nicht sein. Hä? Warum nimmt ihr den Puck nicht mit? Da wollte ich nicht hin, ich wollte zu der vorne spielen. Geht doch. Die müssen nur einmal so klack und haben den Puck. Ach ja, ach ja, ach ja. Abseits. Das kann nicht sein. Zweimal hintereinander hatten die Glück. Ja, klar. Wieso passt die nicht zu dem, zu ihr, die hinten steht? Klar.
lächerlich. Wieso kriegen die immer den Puck beim Anwurf? Beim Bulli, so, Mann. Ich kann machen, was ich will. Die kriegen sofort den Puck immer, wenn sie den Schläger einmal hinhalten. Was? Wieso kann ich nicht mal Glück haben, dass der jetzt reingegangen ist beim Abfälschen? Nimm den Puck mit. Lächerlich. Gut. Hoffentlich passiert das nicht heute genauso. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Spiel. Ciao.